Alter, was geht ab, Leute, hier? Döner-Time. Ich check jetzt einen Döner ab mit einem Kollegen. Der meinte, yo, Hong, den kennst du sicher noch nicht. Der soll krass sein, der Beste. Ist aber irgendwo außerhalb. Treffpunkt hier jetzt, Ostbahnhof, er holt mich ab. Dann fahren wir dahin. Dann habe ich kurz gegoogelt. Hä, wo ist das? Ey, da wohnt doch eine Kollegin von mir. Die schwärmt auch von diesem Döner. Anscheinend gibt es dort nur einen Döner. Habe ich hier gerade geschrieben, hey, ich fahre jetzt spontan nach Zorneding, da wohnst du doch. Wir gehen jetzt Döner testen, habe ich hier gesagt. Meinte sie, oh ja, viel Spaß, das ist mein Dönermann. Ich so, hä, wie, woher weißt du, zu welchem Döner wir fahren? Dann sagt sie so, ja, wir haben nur einen Dönermann hier. Was geht, Leute? Hong aus dem Schnitt hier. Ich habe das Video angefangen. Ich dachte, hey, das wird einfach ein Döner-Test. Aber dann kam ein Brett, ein AKO out of nowhere. Echt starker Döner. Seht ihr dann im Verlauf des Videos. Sehr sympathischer, nicht Chef, weil die Frau ist der Chef, aber sehr sympathischer Typ. Hat auch eine interessante Story. War schon bei einigen Dönerläden am Start. Wenn man ihm glauben kann. Wir glauben ihm mal. Seht ihr auch im Verlauf des Videos. Und der kann was, der Döner. Tatsächlich, der hat mich umgehauen. Und ihr wisst, ich bin dönertechnisch schon sehr kritisch. Ich habe schon einige Erfahrungen sammeln können. Wir sind durch ganz Deutschland gereist. Ferhat hat nach Jahren endlich wieder aufgemacht. Ich bin direkt hingefahren. Ich habe da schon ein wenig Erfahrung mit Dönern und münchentechnisch. München ist schwach, ja. Letztens hat Holle ein Video rausgehauen. Standard, die drei Dönerläden, die schon in mehreren YouTube-Videos hervorgehoben wurden. Ja, die sind stabil, aber da geht mehr. Und als Münchner ist man halt frustriert. Ich glaube, Holle hat das Video irgendwie genannt. München muss von diesem Döner erfahren. Ja, sorry, Holle. Ich mag deine Videos, aber jeder Münchner kennt diese drei Dönerläden. Weil das sind die einzigen, zu denen es immer wieder Videos gibt. Und als Münchner und als Münchner Content Creator ist es halt doppelt frustrierend, weil es gibt bessere Dönerläden und es gibt Dönerläden, wo die Großen mal hinschauen sollten. Wie zum Beispiel Golos, wie zum Beispiel jetzt dieser Laden hier. Aber ich habe noch nicht die Reichweite, aber der Laden verdient echt Hype. Ich versuche das zu generieren. Checkt das Video ab jetzt und ja, dann versteht ihr, warum ich so gehypt bin. Lokanta. Da sind wir, Leute. Irgendwo ein Sonne-Ding. Der soll krass sein. So, schaut's mal, Leute. Voll der schöne Laden hier. Bin gespannt. Oh, ein fettiges Stück. Es sieht verdammt gut aus hier. Chef meinte, alles hier selber gemacht, Leute. Hier jetzt kein extra Wurst, wie voll der ist. Wir sind gespannt, alle sind gespannt. Ja? Weiß richtig rein, du. Sehr gut, ja. Sehr gut. Auch sehr gutes Brot. Guter Teig, gut gewürzt. Und das Fleisch ist sehr, sehr stark. Eine Perle, aber leider sehr weit entfernt.
Haben wir den gefragt? Schau mal, Leute, hier. Richtig schön fertig. Okay, auf jeden Fall in München würde mir kein Laden einfallen, der vergleichbar annähernd daran kommt. Wir sind hier unter Beobachtung, Leute. Weil der Döner ist echt gut hier. Die Leute fahren nach Österreich, um bei Fahrrad zu benutzen. Ja, ja, hast du gegessen? Hab ich auch gegessen. Wie ist es? Super. Super. Deiner kommt dran. Oder? Aber sollte was sagen? Warum machen wir das? Ich höre auf meine Kinder. Was Fahrrad machen? Ich könnte gleich machen, vielleicht wird besser. Ich lüge mich nicht an. Ich kann auch das Fleisch machen, ohne Problem. Das ist für mich eine Stunde Selbstschluss. Ich habe das gelernt. Das ist für mich gar kein Problem. Diese Brot zu backen, habe ich schon früher hier gemacht. Aber das ist noch gut, oder? Ja? Okay, ja, ja, ja. Aber Bruder, die Leute wollen halt diese runden Brot hier. Aber weißt du, welche Mehl wir nehmen? Wir nehmen auch kaputt und blau. Mhm. Und es nimmt kein Dönerland, so ein Mehl. Dieses Mal. Kostet so 25 Kilo heiß. Krass. Und der Laden ist krass, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Ich hab nichts davon, dass ich die Bewertungen gesehen bei uns? Ich bin einfach so gekommen. Hä? Einfach so gekommen. Nichts geschaut, nichts. Aber du hast eine Freundin, die gesagt hat, dass hier ein guter Laden ist, oder? Hat sie den empfohlen? Meint sie diesen Laden hier? Sie meint, es gibt hier nur einen Döner. Ist es so? Gibt's hier nur einen Döner? Ja. Ein tolles Ding? Gibt's noch einen, aber jeder kennt hier halt. Ja, aber sie hat nicht gehypt, weil sie sagt nur, guter Bruder, Döner. Schau mal da oben. Nur Kante. Stark. Das ist echt stark. Fast 1000 Bewertungen, Leute, 4,9 noch. Das ist verdammt. Heftig. Ich kann auch nichts aussetzen. Wir machen zu. Bester Döner in München. Zu. Hast du in München schon besseren gegessen? Ja? Ehrlich, nein. Bei Django warst du auch, gell? Ja? War ich auch. Schau mal, was jemand geschrieben hat. Der Django kann nicht mal hier mithalten. Nein, kann auch nicht. Ja? Ich überlege gerade, was ich sagen soll, Leute, aber der ist echt Bombe. Aber wieso redet keiner über den? Weil der ist so gut, der müsste in aller Munde sein. Okay, er meinte von hier unten so Giesing, Berg am Laim und so. Na klar, da kommen schon welche hier rüber. Mein ganz Deutschland fährt nach Wien für Pferd, also kann man auch von Hasenberge, sag ich mal, nach hier in Zorneding fahren. Das ist der Mix, oder? Sorra. Lass es. Probier mal das Fleisch. Kleiner Geschmack, Leute. Sieht auf jeden Fall sehr saftig aus. Boah. Gut, ja, gut. Gute Kalb ist das, ne? Gut gewürzt, gell? Gewürzt, schön knusprig. Stark. Boah, der könnte auch wild kommen. Auch sehr gut. Den habe ich selber gesteckt. Hat er selber gesteckt, bitte. Aber alle hast du selber gesteckt, oder? Rind und Dern, ja. Wir probieren mal. Wo sind wir denn? Aha, alles tipptopp hier. Döner top, Shisha top. Frische Chai. Fotos, Videos. Das Gute ist halt, der Laden hat zum Beispiel eigene Produktion im eigenen Restaurant. Der bekannteste Laden in Berlin, Kasseler. Weißt du, wo ich dich kennengelernt habe? Ich war bei Bayram ohne Döner essen. Ich sitze so.
und ich bin alleine. Ich habe gesagt, der schmeckt extrem gut. Mhm. So, ein bisschen scharfe Spieße. Schaut mal, Leute, neue Spieße. Obwohl wir hier wirklich am Arsch der Welt sind, Spieße gehen weg hier. Alle kommen hierher dafür. Den gönnen wir uns noch. Aber der war auch stark. Also der ist unterschätzt. Weil die Leute sind sich gewohnt. Rind. Die kennen halt nur Pute und Kalb, aber Rind. Tschüss. Also ich soll erwähnen, Leute. Erfolg vom Laden durch die harte Arbeit. Sei gegönnt. Wir haben uns noch einen bestellt. Ihr seht, die Spieße gehen weg. Das ist jetzt ein Mix. Den schaffen wir aber auf jeden Fall nicht mehr. Angeblich Portion immer so riesig. Ihr wisst gar nicht, was ihr alles verpasst habt, was ich alles gehört habe. Aber wir dürfen hier nicht alles aufnehmen. Die Chefin will nicht sich profilieren. Uns wurde der Laden gezeigt. Uns wurden Insider-Stories erzählt. Wir haben hier mit den anderen Gästen geredet, die kommen aus was weiß ich woher. Der eine meinte, hey, seitdem kann er keinen anderen Döner mehr essen, er vergleicht es immer und leider nicht alles für die Kamera, was ich so höre, was ich so erlebe. Dann wüsstet ihr, wie begeistert ich von diesem Laden bin. Unten haben die mir alles gezeigt, was für Mehl, was für Brot, wie Brot, alles selber. Tja, könnte auch alles Paulaner-Geschichten sein, aber hey, warum sollte es? Auch der Chef, mega sympathisch, ganze Lebensgeschichte hat erzählt, wo er schon alles gearbeitet hat. Er hat bei Verdi gearbeitet, die Münchner kennen den. Bei mir, Mira, Locos. Er war auch Türsteher bei Crowns Club. Das ist kalt Pute. Nehmen wir mal das Fleisch. Stark. Ihr wisst gar nicht, wie voll ich bin. Aber zwischen dem Döner und dem letzten so viel erlebt. Das ist jetzt nicht direkt hintereinander. Das hätte Gefühl hat reingehauen, aber. Also ich schaffe auch nur noch ein bisschen. Aber nur damit ich alle Fleischsorten mal hatte. Stark. Der Rest muss angepackt werden, aber. Ein paar Tage später, ich bin wieder da, Leute. Schauen wir uns mal die Karte an, Leute. Der Chef sagt gerade, er kennt dich. Okay. Ich weiß es woher. Echt? Er war Türsteher bei Crowns Club. Oh mein Gott, Mann. Und er war Stammkunde. Ja? Ihr seht, die Bude ist voll, Leute. Mittags ist gerade. Weiß nicht, ob hier irgendjemand arbeitet oder woher diese Mittagsleute kommen. Nochmal einen Blick. Hallo. Hier nicht? Noch mal einen Blick auf den Döner, Leute. Anscheinend immer so voll, Leute. Also nicht der Laden, ich meine der Döner. Für dieses, also Chef hat Döner mit allem diesmal gemacht. Die Orangensauce hatte ich letztes Mal nicht. Kuss geht raus an Schmidti, du musst unbedingt hierher. Wir gehen rein. Was sagt Schmidti immer? Der zweite Biss ist essentiell. Mhm. Seid so ruhig. Hat euch der Döner die Sprache verschlagen? Der muss erstmal einsickern, Leute. Erstmal einsacken lassen. Ein genauer Blick für euch, Leute.
Seht ihr, alles schön gut verteilt. Dein Bissen kriegt ihr alles. Kommt rein. Da ist schon Wurf. Denkt ihr, das wird ein Bissen, Leute? Heute gibt es hier wie bei Pferd, Leute. Gut wie bei Pferd. Da kann ich sagen, hey, hier gibt es Döner wie bei Pferd für die Klicks. Weil Rind haben die ja schon am Start, genau wie bei Pferd. Aber erst Freitag, also heute haben die es nicht. Ich habe ja gesagt, das ist wie ein Shiny, Leute. Das gibt es nur ab und zu. Hi, bei mir ist entspannt. Ja, weißt du, wie es bei ihm war? Du musst dir das unbedingt mal zeigen lassen. Also, hi, ich bin der Boss. Wer ist auch der Boss? Die andere Seite. Dann bist du mehr in der Mitte und kannst fast beide drauf. Nein, nein, ich hab beide drauf. Schau, schau auf Teil. Schau. Deine Kuh hast du hier. Ja, ich seh's. Ja. Ja, lach. Ja, ich lach. Ich nicht mehr. Ja, jetzt ist er ja schon euer zweites Mal. Jetzt ist er gechillt. Nee, keine Chance. Immer noch. Okay. Kannst du dich gerne vorstellen, wo sind wir denn hier? Wir sind hier in Zonedink und Locanta. Wie lange habt ihr schon den Laden? Seit knapp 5 Jahren haben wir den Laden. Okay. Wie kam es dazu? Meine Frau hat sich entschieden für Zonedink, weil es so schön ist. Und hier machen wir halt unseren Produkt. Und das ist das beste Produkt hier in München. Ich bin überzeugt davon. Ich bin auch überzeugt. Mich habt ihr überzeugt. Aber woher kommt dein Wissen? Woher kannst du diese Döner überhaupt? Wir machen das schon seit über 30 Jahren. Ja. Bruder, Vater. Und das haben wir halt von denen und wir führen das immer weiter. Das wäre schon. Ja. Und es macht uns sehr, sehr viel Spaß. Und wir machen das wirklich mit Herz. Du hast mir ja schon ein bisschen von deinem Lebenslauf erzählt, wo du überall warst. Ich habe in Berlin schon gearbeitet, Frankfurt gearbeitet, in Augsburg, überall. Ich habe schon in Dönerproduktionen gearbeitet. Wir machen das nicht seit heute und gestern, wir machen schon das seit Jahren und wir wissen genau, wie es geht. Wo warst du alles in München? Locus warst du, glaube ich, Verdi? Locus haben wir gehabt. Es gibt noch ein paar Geschäfte, wo alle Türker waren wir. Oh. Es gibt noch ein paar Geschäfte, wo wir den Konzept entwickelt haben. Den Namen will ich nicht nennen. Ich will den Namen auch nicht nennen. Ich kenne genau, den Namen. Ja. Wir haben jetzt Beef mit denen. Jetzt machen wir nur unseren Produkt und es wird immer besser und besser. Kida haben wir, Lahmacun haben wir, Döner haben wir, unseren Brot backen wir selber. Brot selber, ja. Es gibt noch ein paar Überraschungen, die kommen in Zukunft. Oh. Ich kenne sie schon, Leute. Alles, was wir für uns wollen, wollen wir auch für euch. Ich denke, das ist das Beste, was ich sagen kann. Guter Kebab, satter Magen, glückliches Herz. Steckst du den Spieß selber, Abi? Rindfleisch stecken wir selber, ja. Aber in Zukunft, da kommt noch ein Mann aus der Türkei hier, er und ich werden das zusammenstecken. Boah, stark. Es ist ja nicht schwer, ja. Was die anderen können, können wir auch. Ja. Und, sag, keine Angst, sag. Ich bin überzeugt, was ich kann und was in Wien abgeht oder in anderen Städten mit anderen Konkurrenten. Kannst du locker mithalten, denkst du? Sich Werbung zu machen und Fleiß zu stecken und erklären, was er kann, das können wir auch. Ja. Das ist nur Marketing und Kunden zu erziehen. Und diesen Fleiß zu stecken, ist hier kein Kunst. Hm. Du kannst ein besseren, bisschen etwas teuren Fleisch kaufen, mit Milch manipulieren, mit bisschen Gewürzen und kannst du natürlich auch viel teurer verkaufen. Ja? Aber hier in München, ich bin überzeugt davon, wenn ich jetzt dieses Qualität kaufe und das hier mache und wenn ich jetzt wie Ferrat sage, ich verkaufe jetzt 120 Gramm für so viel Geld, ich weiß nicht, ob das in München wird das sowas verkaufen. Ich könnte auch YouTuber jetzt Geld geben und dass sie bei mir kommen, dass den großen Werbungen, aber ich meine, der YouTuber kennt sich nicht so aus wie ich, was ich klar, kann. Klar. Soll er mal kommen, ein Fleisch stecken oder mal mit Messer schneiden, wie es das da ist. Oder mal einen Monat durcharbeiten mit mir. Ja. Werbung kann jeder machen, aber das, was man mit Herz macht, es gibt zwei Sachen. Ja. Einmal wirst du Geld verdienen oder einmal verkaufst du dein Produkt. Stark! Stark! Das war doch stark!
Ja, so muss sein. So. So muss sein. Das ist so. Das interessiert die Leute, die wollen ja, so. Die, hey, du bist gerade voll in deinem Element. Ja, ja, das ist so. Hey, war geil. Das ist so, natürlich. Kein Problem. Fertig. Alles gut, danke, Abi. Ja? Fertig. Ja? Das ist eine Ansage an Ferhat. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Ja, google das mal. Der ist schon bekannt. Der ist sehr bekannt. Ich kenne nur mich. Das ist, ja, und das ist das Wichtigste. In Frankfurt, der verkauft ein Tonne am Tag. Tombo, kenn ich. Ich war dort, es war nicht gut. In Frankfurt? Ja, eine Tonne? Ja. Tombo, overhyped ist der Döner. Unsere Fahrt nach München zurück ist schon gefahren, weil angeblich Tati kommt. Und wir fahren dann mit ihm zurück. Das heißt, in der Zwischenzeit gönne ich mir Baklava. Was sagst du zum Laden? Was ist dein Feedback, kritischer? Ich will jetzt noch nicht einstufen. Oh mein Gott. Ich muss mir da erstmal Gedanken machen. Oh mein Gott. Ja? Wer macht den Tati? Nein, noch nicht den Tati, aber er spielt auf jeden Fall sehr oben mit, sehr weit oben mit. Preis-Leistung ist wirklich krass. Ich glaube, ich habe lange in München von der Größe her so einen Döner für den Preis gesehen und noch so lecker. Ja. 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 Ich sag jetzt nicht, welches Ranking er bei mir hat, weil ich mir das noch Gedanken machen muss, weil ich bin schon sehr eingefahren mit meiner Nummer 1 aktuell. Aber er kratzt schon, er klopft schon an, Mann. Er klopft schon an. Nein, er ist schon sehr, sehr krass. Muss ich da drin stehen jetzt dann? Tati, dein Döner wird frisch gemacht. Wie gut, dass ich immer helfen muss heute. Kenn ich. Das geht ab, man. So. Warte nochmal, was hast du gerade gesehen? Ich sehe immer dasselbe bei diesen ganzen Dönerläden, wenn sie so vegetarische Variante machen, also Falafel und so, die wird nie selber gemacht. Ja. Das sehe ich sofort, oder? So, Dimi kriegt jetzt noch eine neue Waschmaschine. Tati gönnt sich den meistgehyptesten Döner von mir. Der neue Nummer 1, der neue, der Ferhat eine Ansage auf Video gemacht hat. Echt, oder? Ja, Mann. Er, oder was? Ja. Aber okay, er ist ein bisschen jetzt kalt geworden. Und heute gab es keinen Rind. Den Rind spieß hype ich, ja. Mann, fällt mir halt, Mann. Aber richtiger Rindstöner, ja, aus Mann. Rindfleisch. Ja. Macht doch keiner, Mann. Ja, außer Ferhat in Wien. Dann schon krass, Alter. Aber warum dann so weit weg, Mann? Die sollen hier in München einen machen, Mann. Die wären viel zu krass. Ich habe meinen Laptop im Hintergrund. Ich habe den Einspieler gedreht, aber keine abschließenden Worte. Im Einspieler am Anfang habe ich aber eigentlich schon alles gesagt. Demnächst kommt noch mehr, meinte der Chef. Noch krassere Sachen, aber der hat mich überzeugt. Für mich im Vergleich zu den anderen bisher, die Suche geht immer weiter natürlich, der beste momentan. Wie gesagt, wir haben die drei Döner, die echt immer in den Videos vorkommen. Würde mich echt freuen, wenn in München auch mal andere Döner gezeigt werden. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok, meinem nicht aktiven Zweitkanal, der Mean ist Serious Business und ciao.